Das ist deutsche Steinkohle. Und das bin ich, Donja. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Kohle kenne ich eigentlich nur noch aus dem Bergbaumuseum. Jetzt bin ich für eine Woche Kohlenhändlerin. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ich arbeite mit bei Thomas Seidelmann in Essen. Ein Familienbetrieb in vierter Generation. Mit Bruder, Schwester, Schwägerin und noch 10 weiteren Mitarbeitern. Wir haben also so viel zu fahren, das kriegen unsere Fahrer gar nicht geregelt. Wer heizt eigentlich noch mit Kohle? Und hat der Beruf des Kohlenhändlers überhaupt eine Zukunft? Darum geht es in diesem Film. Wir sind im Ruhrgebiet. Der Ruhrpott ist so auf Kohle geboren. Hi. Und Sie möchten Ihr Praktikum jetzt hier machen? Ja, ich möchte mal mitarbeiten. Und da haben Sie nichts Besseres anzuziehen. Das wird nämlich heute Abend bestimmt ziemlich dreckig werden. Ist es so? Das ist so, ja. So extrem ist es auch nicht. Wir haben einen Kittel. Also der ist eigentlich so, den ziehen Sie vielleicht nur an, wenn Sie dann fegen oder ihm zur Hand gehen. Auf geht's. Dann schauen wir mal. Glück auf. Ja. Glück auf ist immer das Wichtigste. Was glauben Sie denn, was mich die Woche erwartet? Ja, da wir in der Hochsaison sind, ist es eigentlich eine sehr stressige Woche. Also die Leute bestellen heute nur noch, wenn es kalt wird. Oder die sehen eine Schneeflocke vom Himmel fallen. Dann bleibt auch das Telefon nicht mehr ruhig. Sind da auch junge Leute unter den Kunden? Also wir haben sowohl als auch. Wieso? Ja, weil Kohle ist das Einzige, was in dem Sinne noch günstig ist. Wir fahren nach Herne, um Kohle aus Nordrhein-Westfalen abzuholen. Früher war das hier eine Zeche. Jetzt wird hier aber nur noch Kohle verkauft oder verladen. Das ist das schwarze Gold. Das kommt aus Ibbenbüren. Also Steinkohle made in Germany. Richtig. Noch. Ende 2018 ist Schluss mit dem deutschen Bergbau. Die letzten beiden Zechen in Ibbenbüren und Bottrop machen zu. Deutsche Steinkohle ist dann Geschichte. Sind die soweit? Ja. Hast du den Club? Soll ich mal? Nochmal. Wo denn? An der Scheibe? Kommt. Hallo. Ja, alles Hallo. Gut? Ich habe den Fernseher mitgebracht. Ja. Wie sehe ich aus? Gut. Super. Wie immer. Ich möchte wissen, wie das ist mit dem Kohlenhändler. Ja, beschissen. Da muss man immer Geld geben und bezahlen alles. Das ist immer. Machen Sie nicht so tief, erst mal links und dann rechts. Wie immer? Wie 30 Jahre lang schon, ne? Alles wie immer, wir wollen doch nichts mehr ändern, oder? Die Kohle wird direkt vom LKW über ein Förderband in den Keller verladen. Früher hat die Kundin ihre Kohle in Säcken bekommen. Besten Dank, Dankeschön. Und gib Ihnen auch die Hälfte. Ja, machen wir doch immer. Alles klar, danke. Tschüss, ne? Glück auf. Ja, Glück auf. Tschüss, ne? Hier war früher eine Bergmannsiedlung. Bis vor, ich glaube, vor 15 Jahren gab es die Häuser nicht. Da war hier nur Wiese. Und alle kriegten Kohle. Alle. Ich glaube, jetzt sind hier in der ganzen Siedlung noch 6 Kunden. Insgesamt hat die Firma Seidelmann immer noch knapp 3000 Kunden. Die meisten sind ehemalige Bergleute oder deren Witwen. Kohlenhändler! Guten Morgen! Hallo! Morgen! Haben Sie im Bergwerk gearbeitet? Ja. Wie viele Jahre? 32. 32 Jahre? Ja. Ich. Was machen wir jetzt? Heute ist mein erster Tag, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was möchten Sie? Im Keller gucken oder weiß ich jetzt auch nicht genau? Im Keller gucken? Das ist ein zentraler Ofen. Oh. Mein Mann arbeitet ist auch noch Kumpel in der Zeche? Ja, ist er auch noch. Genau. Ihr Sohn ist aktiv? Der ist noch aktiv in der Zeche, ja.
ganze Familie, ja. Enkel wahrscheinlich dann nicht Nein, mehr. Nein, nicht mehr. Ich fahre schon vorbei. 2018, mein Sohn ist 8. Nichts mehr draußen, glaube ich. Das ist dann das Ende der genau. Kumpellinie ja. in ihrer Familie. Ist schon traurig natürlich. Ne? Das ist ja Ruhrgebiet, ist ja Zeche, ne? Das ist ja alles. Ne? Schon traurig, sowas zu sehen. Auch wenn man die so sieht, dass alles so zugemacht wird und dann nur noch die Schächte nur so stehen bleiben. Ich bin hier in NRW aufgewachsen. Hier in Gladbeck, da kannte man das dann noch. Zeche. Ich gebe mir schon mal die Karte, 189,50. Ja. Können wir direkt machen? Ja, machen wir direkt. Ehemalige Bergleute kriegen die Kohle von ihrem alten Arbeitgeber vergünstigt. Ein Leben lang. Das wurde damals in ihren Verträgen so festgelegt. Deputatkohle nennt man das. Eine Tonne für etwa 60 Euro statt für über 300 Euro. Noch schließt die letzte Zeche, ist damit dann Schluss. Sie sind ein alter Kumpel? Oder ich war Bergmann, ja. Sie waren Bergmann? Ich war Reviersteiger auf Schaffhausen. Und ich habe jetzt 27 Jahre heiz ich mit Kohle. Seitdem wir das Haus bezogen haben. Aber die Nachbarn nicht, ne? Der Nachbar hat jetzt umgestellt auf. Der hat noch Kohle, der will umstellen. Und die meisten haben alle hier noch Kohle. Und was machen Sie dann ab Ende 2018? So, sieht aus, als wenn man Kohle aus Polen kaufen muss. Aber Sie kaufen dann weiter Kohle? Ja, erst solange der Ofen noch gut ist, ja. Thomas hofft, dass diese Kunden dann bei ihm kaufen. Er also nicht mehr nur Deputatkohle ausliefert, sondern ihnen Auslandskohle verkaufen kann. Schalke ist immer dabei? Ja, ist ein Robot. Schalke, Fußball und Kohle. Gehört alles eben zusammen. Die Fanliebe, die sitzt tief. Angeboren. Die wird bei uns weitergegeben. Vom Vater zum Sohne. Mein Sohn habe ich damals, wo der geboren wurde, direkt aus dem Krankenhaus angemeldet. Und irgendwie ist das Datum verwechselt worden. Also ist er jetzt nicht 19 Jahre Mitglied, sondern schon 20. Jo, hallo. Zweimal zweieinhalb, einmal anderthalb. Das ist Thomas' Bruder Willi. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Donja. Hi. Hallo. Willi ist der älteste Seidelmann-Bruder. Er heißt so wie ihr Vater, Wilhelm Seidelmann. Wir holen bei Willi Importkohle ab, also Kohle aus dem Ausland. Zum Beispiel aus Polen oder Argentinien. Eine Verzögerungszeit von 66 Minuten. Da ist ja nicht Ruhr-Schnellweg, ist ja Ruhr-Stauweg. Jeden Tag beliefert Thomas Kunden quer durch Deutschland, bis in den Süden runter. Das Ruhrgebiet allein beliefern, das reicht schon lange nicht mehr. Mein Job, den Dreck wegmachen. Für Notfälle haben wir immer noch einen zweiten Besen bei. Ah. Straße fegen, das haben wir ja auch gelernt. Einmal 101,50 Euro bitte. Dankeschön. Ja, alles klar. Was machen Sie dann ab Ende 2018? Ja, Sie haben die Möglichkeit, entweder weiterzukaufen, einzukaufen bei Seidelmann, weil Sie beliefern einen ja noch. Oder, ja, man muss ausziehen. Ausziehen? Denn die Vonovia, die wird hier nicht eine Heizung oder irgendwas reinlegen. Wir sind ja Mieter, wir sind ja keine Eigentümer. Und dann müssten Sie ausziehen, weil das mit der Kohle dann zu teuer wird, oder? Ja, eventuell. Ich weiß es nicht. Das muss man jetzt erst mal sehen. Nicht schön. Schauen wir mal. Sie sind optimistisch. Wirken ja. Zumindest so. Es bleibt Ihnen doch nichts anderes übrig. Entweder Vorsicht, entweder Optimismus oder Koffer packen. Aber finden Sie meine schöne Wohnung, die auch noch als Rentner finanzierbar ist. Das kommt ja noch hinzu. Nach 14 Stunden ist mein erster Arbeitstag fast vorbei. Ja,
nicht wieder einen Tag rumgekriegt. Wie machst du das? Was? Du hast um 7 Uhr haben wir angefangen. Es ist jetzt 9 Uhr und du hast nichts gegessen. Nee, der Rutsch ist normal. Gib dir gleich zu Hause was Frisches. Ich bin völlig am Ende. Also ich mach das immer so. Also ist eine Gewohnheit. Im Sommer wird es ja eher. Und du bist nicht mal schlecht gelaunt. Nee. Morgen, also ich bin morgens schlecht gelaunt, aber doch abends nicht. Sind das die Einnahmen von heute? Jo. Und, war es ein guter Tag? Zumindest das, was wir kassieren mussten. Ja gut, ein guter Tag. Nee, das ist ja nicht alles unser, was da drauf steht. Das wäre schön. Also bist du immer der Letzte, der geht? Ich bin im Winter bin ich immer der Letzte, der geht. Davor war es immer mein Vater. Echt? Ja. Aber wie alt war der denn da? 75. Da war der immer noch hier? Der war immer hier. Bis zum Ende? Bis zum bitteren Ende. Ich bin von der Schule aus hier hin, war den ganzen Tag hier. In den Ferien war ich auch den ganzen Tag hier. Ich habe nie was anderes gemacht. Gut, nach der Schule, man hat die Schule zu Ende gemacht, den Abschluss gemacht, danach hat man eine Lehre gemacht und nach der Lehre im elterlichen Betrieb. So war es bei allen. Meine Schwester so, mein Bruder so. Ihr macht es auch für ihn, ne? Natürlich machen wir für ihn. Da, Wilhelm Seidelmann, geben wir. Ja. Steht ja schon, solange ich denken kann. Der nächste Tag, 7 Uhr früh. Morgen. Morgen. Auch das noch. Eine kleine Milch und eine Cola Light, bitte. Boah, was ist das denn hier? Die ganze Seite nur von den Doofen? Doof und kauf Wunderkind. Ja. Wollen Sie mal kaufen? Bitte. Jo, danke. Wolltest du schon immer Kohlenhändler werden? Schon immer? Ja, weiß, wolltest du schon immer Kohlenhändler werden? Das ist, wenn du mal eben in der Familie so ein Betrieb ist. Ja, aber deine Kinder werden es ja auch nicht. Hast du gesagt? Aber früher war ja Kohle an jeder Ecke. Das ist ja nicht mehr so. Was sollen die denn noch machen? Glaubst du, ist der Kohlenhändlerberuf ein Beruf der Vergangenheit? So wie heute ist, wird das irgendwann mal Geschichte sein, ja. Und die Firma Seidelmann, eure Firma? Schauen wir mal nach 19. Wie es dann mit der Kohle ist. Wir werden noch was anderes machen. Ja. Die Seidelmanns fahren jetzt schon im Sommer nicht mehr nur Kohle aus, sondern auch Weizen. Sie sehen sich als Spedition. Im Büro in Essen. Genau. Thomas' Schwägerin Martina plant jeden Tag die Routen, per Hand. Heute helfe ich ihr. Und dann suchen wir uns jetzt Kunden in der Nähe. In der Nähe raus. Und die finden wir über deren Postleitzahl oder eben Städtename. Und Unna, Unna. Ja, aber das passt nicht so gut dazu. Ich meine, arbeitet ja in einem Familienunternehmen, aber so viel sieht man sich ja gar nicht, Nein. Oder? Er hat ja auch jeder die eigenen Aufgaben. Morgens, der Thomas kommt rein, er fährt raus. Mein Mann sehe ich morgens, der geht aus dem Haus und dann sehe ich den gar nicht mehr bis abends. Wir telefonieren zwar und meine Schwägerin geht dann, wenn sie kommt, hoch. Und dann kommt die jetzt runter, wenn ich gehe. Und das macht war's. Die das hier und das war's. Also keine großen Reibungsmöglichkeiten. Muss ja auch verarbeiten. Ihr Sohn Christian Seidelmann arbeitet auch hier. Er ist der jüngste Mitarbeiter. Tauben, das war ja sein Hobby. Aber die Tauben von deinem Opa sind ein bisschen gruselig. Ja, das ist... Findest du nicht? Ja, gut, die sind ja auch schon alt. So, schon. Na gut, war eine andere Zeit früher. Guck mal, typisch. Die Augen und so. Da war der Bergmann, ist dann auf den Taubenschlag in der Freizeit gegangen. Das Einzige, was geblieben ist, ist Schalke, ne? Genau, Schalke ist geblieben. Und das wird auch immer bleiben, über Generationen hinaus. Der Familienbetrieb ist sein Nebenjob. Christian hat Maschinenbau studiert und arbeitet in Vollzeit in einem anderen Unternehmen.
Ja, das ist unsere Facebook-Seite. Die haben wir jetzt seit einem Jahr. Versuchen natürlich auch auf den neuen Social-Media-Plattformen auch ja, ein bisschen Präsenz zu zeigen für unsere Leute halt. Das ist ja ein altes Unternehmen, sage genau. ich jetzt mal. Ne? Und ist ja nicht mal ein Rechner. Genau. Ja, da arbeiten wir jetzt auch dran, das in der nächsten Zeit. Aber das ist, wie gesagt, erst nach 2018 auch für uns interessant, dass wir wirklich eine Kundendatei aufbauen und wirklich da auch neue Technik reinbringen und da uns auch ein bisschen ja, Richtung Zukunftsweise entwickeln. Das ist so dein Part. Genau, richtig. Hast du jetzt nicht das Gefühl irgendwie, ich investiere jetzt in ein Unternehmen, was es vielleicht bald nicht mehr gibt? Nein, also das Gefühl habe ich nicht. Dann wäre ich ja auch, wahrscheinlich würden wir das ja auch gar nicht weiter betreiben. Also wir sprechen ja auch immer darüber offen und ehrlich und Zukunft ist da mit der Kohle. Definitiv. Es gibt natürlich Leute, die nach 2018 sagen, vielleicht nein, wir möchten keine Kohle mehr, wir stellen um. Aber es gibt auch definitiv genug Leute, die sagen, wir behalten die Kohle und machen weiter mit der Kohle. Und die Kunden wollen wir natürlich erreichen. Die werden ja auch immer älter, ne? Die werden auch älter, aber es kommen auch viele junge nach. Deshalb ja auch mit den Social-Media-Plattformen. Also da kommen doch, man wundert sich, wie viele Leute wirklich auch ja, Mitte 30 oder die ein Haus bauen und dann wirklich sagen, wir bauen lieber einen Kohleofen rein. Weil es günstiger ist. Weil es wirklich günstiger ist. Da sagt ihr noch, wir sollen auf A3 fahren. Na, da kriegen wir heute nichts geschafft und nichts eingefahren. Machst du denn manchmal so Urlaub, vielleicht so ein paar Tage oder... Also in den letzten 4 Jahren machen wir wenigstens schon mal die Brückentage frei, aber richtig Urlaub habe ich im letzten Jahr 5 Tage gemacht. Und Willi und deine Schwester? Ja, mein Bruder ist dasselbe, der macht auch nur die Brückentage. Und mehr macht er auch nicht. Ja, und meine Schwester, die macht 14 Tage und das war's dann auch. Das Einzige, was die nicht macht, ist den Samstag. Sonst ist sie auch von morgens 8 bis Open End in der Firma. Und sie darf das samstags frei haben? Ja, war schon immer so. Es ist halt so, die Buchhaltung hat samstags frei. Ich habe kein Krübel Kohle mehr. Ich habe schon 2 Tage kalte Bude. Nein! Kommt mir vor, als wenn ich im Flüchtlingslager wäre. Ja, haben nichts zu brennen. Nichts. Der Seilmann, der scheint wohl überlastet zu sein. Ja, hier, ich halte mir fest. Hier. Dann nimmt der Blick und macht das da dran. Ich mach die Dame gleich. Nein. Wieso nicht? Regner gibt es heute keinen, weil ich mich so geärgert habe, weil ich gefroren habe wie ein Schneekönig. Was soll ich sagen? Alles wie immer? Ja, nein. Nee. Geht ja auch nicht. Herr Mahlmann will mir zeigen, wie er den Ofen nach 2 Tagen wieder anmacht. Also. Wie macht man das? Das ist der Okay. So, da ist der Anthrazit-Koks, den Sie gerade gebracht haben. Den haben da drin. Dann hatten Sie jetzt auch 2 Tage kein heißes Wasser? Nee. Also wie oft ich da bei Frau Seidelmann telefoniert habe, wann kommt denn jetzt endlich Mond? Aber wie haben Sie den geduscht? Kalt? Nee. Gar nicht. Ich gehe 3 Mal in der Woche in eine Muckibude. Dann bin ich da durch. Ja, das ist gut. Herr Mahlmann war früher auch Bergmann. Ein Hobby aus der Kohleära hat er sich bewahrt. Och, die sind aber fett. Was sind die? Die sind ein bisschen wupsig. Okay. Hier. Soll ich sie jetzt halten? Ja, so in der Hand nehmen, so. Wie denn? So, wie ich dann auch habe. Rechte okay. Hand. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Rechte Hand, linke Hand hier. Okay, Moment. So. So. Ja, dann pack doch an. So. Ja, hab ich. So, halt fest. Ja, hab ich.
Halt oh Gott, fest. Oh Gott, hab ich. Halt fest. Hab ich. Hallo. Hui. Jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Taube in der Hand gehabt. Und das sind die dazugehörigen Weibchen. Die Tauben bilden noch immer ein Pärchen. Ach so. Das ganze Leben. Das ganze ohne Leben. Fremdgehen? Ja, genau wie bei Menschen. Die meisten gehen nicht fremd. Ein paar gibt es. Genauso ist das bei den Tauben auch. Die aber haben also, die bleiben verheiratet, die trennen sich dann nicht. Nee, die sind ja nicht eifersüchtig. Die sind ja nicht eifersüchtig. Nein, nein. Das ist aber ganz schön groß, ihr Haus. Oh! Licht mache? Das habe ich von meinem Sohn. Ja, das hier. Hätten Sie das früher gedacht, dass irgendwann Schluss ist mit der Kohle nein. Hier im Ruhrgebiet? Nein. Undenkbar. Undenkbar. Wobei ich ja natürlich insofern davon profitiert habe, weil ich mit 53 Jahren in den Vorruhestand gehen konnte. Da war doch wie ein Lottogewinn. Also sind Sie eigentlich froh, dass das alles so ist? Ja, na klar. Ja, sicher. Morgen stehe ich dann auf, wenn ich wach werde und nicht nach Wecker. Tag 4 in meinem Praktikum beim Kohlenhändler. Wir holen wieder Steinkohle in Herne ab. Am frühen Morgen, jetzt eine Runde schwimmen. Ich glaube nicht, dass man in dem Kanal schwimmen darf, oder? Ach, ich schwimme alle drin. Was? Im Sommer? Aber der ist der nicht irgendwas drin? Wo soll er drin sein? Fische. Er sieht schon irgendwie hübsch aus, ne? Auch wenn das irgendwie so. Hübsch. So ein Kraftwerk im Hintergrund ist hübsch. Kennt man halt so. Ja, Ruhrgebiet. Wie macht ihr euch fit für die Zukunft? Ja gut, also wir haben ja auch schon umgedacht mit Pellets und Kaminholz. Wir machen ja Holzkohle, also Restauranthauskohle. Kommen natürlich auch viele Privatleute, die sie bei uns kaufen. Und ja, man wird es sehen. Man wird sehen, was überbleibt. Und wir können natürlich auch erst ab 2019 sagen, wie viele Kunden uns dann überbleiben. Ich meine, jetzt haben wir einige Privatkunden und wenn uns die erhalten bleiben, können wir wahrscheinlich auch damit gut überleben. Nur nicht mehr, dass wir damit 6 oder 8 LKWs fahren in der Kohle. Aber mein Vater, der würde nur immer sagen, also der würde mir den Kopf schütteln. Also ich sag ja, wenn der heute hören würde, dass Ende nächsten Jahres mit der Kohle vorbei ist, ich glaube, der würde sich heute im Grad umdrehen. Das hätte er sich nie gedacht. Kohle hat das Ruhrgebiet groß gemacht. Darauf sind die Menschen hier immer noch stolz. Ich habe mein ganzes Leben jeden Samstag, Sonntag auf die Zeche verbracht, um meinen Kindern 4 Wochen Urlaub im Jahr zu erlauben und wie andere deutsche Kinder in die Schule gekleidet zu sein. Solche Zeiten hat man als Bergmann mitgemacht. Und dafür haben wir den Deputatkohlen gekriegt. Haben Sie denn Verständnis dafür, dass die Politiker auch sagen, wegen der Umwelt und dass die Kohle ja die Umwelt so, ich meine, doppelt so viel belastet? Ich habe kein Verständnis dafür, dass in Deutschland die Zechen zugemacht wurden, aber trotzdem in den Nachbarländern noch Kohle gefördert wird. Ja. Wir machen für alles den Vorreiter. Egal, weil es ist. Ja, gut, also. Glück auf, wir sehen uns. Glück auf! Ja, das ist vorbei. Glück auf ist vorbei. Glück auf ist vorbei. Ich kann ihn verstehen, aber auch die Politik. Es ist nicht nur die Umwelt. Deutsche Steinkohle rechnet sich nicht mehr. Der Steuerzahler springt ein bei der Energiebeihilfe mit über 60 Millionen Euro pro Jahr. Jo, hör auf, hör mal, hier läuft ja wieder alles schief. Ja, LKW kaputt. Olli hat falsch eingekellert. Morgen, hallo. Immer rein. Ja. Nuss 3. Nuss 3, das war jetzt, ja. Welches ist nochmal Nuss 3? Ups. Wo ist denn die Nuss 3? Wo haben wir die? Hier. Ui, guck mal, schon was gelernt. Einige Kunden holen ihre Kohle selber ab, in Säcken. Damit sparen sie Lieferkosten. Hallo.
Die brennt schnell weg. Ich war ein bisschen wieder hier. Ich gar nicht mehr. Ja, wer bleibt denn hier? Da haben wir ja heute hier ein Problem. Ich muss weg um 12:30. Ja, ich müsste schon lange weg sein eigentlich. Da muss Claudia ran. Ja, hier hilft ja nichts. Du hattest einen Ohrring, ne? Ich, ja. Ich war sogar gepierst, Mensch. Nein. Ja, hier haben wir selbst gemacht. Selbst hier. Gemacht? Ja. Hier? Auf dem Ohr? Nein, hier nicht, aber beim Bekannten. Im Ernst? Ja. Der Willi, hat der auch irgendwie sowas? Ach, dem Willi macht doch kein Piercing, verrückt. Nee, genauso wenig wie Claudia. Hallo, guten Tag. Thomas' Schwester Claudia ist da. Sie löst ihn ab. Es ist Samstag. Thomas will ins Stadion. Und weil seine Schwester und sein Bruder heute nicht gehen, nimmt er ihre Dauerkarten für seine Frau und seine Tochter. Ja, auf geht's. Darauf freut er sich schon seit Wochen. So, und jetzt sind wir in unserem Wohnzimmer gleich. Soll ich mal eine Wurst beißen, dann siehst du mal, dass ich auch essen kann. Ja, mach mal. Hab ich noch nie gesehen. Boah. Tausend Freunde? Ja, die zusammenstehen. Stehst du auch da drauf? Irgendwo ja. Alle, die ganze Family hat einen Stein. Brauchst du nicht einen Namen da drauf schreiben? Ja, Fan Bill Fuchs aus Chicago. Möge es noch vier nur noch siegen. Ja, steht da. Hat ja nicht so viel gebracht, ne? Heute schon. Schalke gewinnt das Spiel und Thomas ist glücklich. Nach dem Spiel will Thomas mir noch was zeigen. Bei sich zu Hause. Dann zeig mal dein Goldstück. Auf Kohle geboren. Du bist auf Kohle geboren? Ja, nicht nur ich. Der ganze Pott. Unsere ganze Family ist unser Leben. Auf Kohle geboren. Morgen. Morgen. Heute ist der letzte Tag. Heute noch mal Vollgas. Vollgas! Das kann ja werden. Thomas gibt jeden Tag Vollgas. Lange Arbeitszeiten, kaum Pausen. Nochmal alles geben, bevor die Kohle-Ära endgültig endet. Für mich bleibt Kohle immer Teil des Ruhrgebiets. Egal, ob gefördert wird oder nicht. Egal, ob damit geheizt wird oder nicht. Es gehört zu unserer Geschichte. Zu unserer Heimat. Glück auf! Alles klar, besten Dank. Ah. Dankeschön, ja. Für die schöne Woche. War schön. Wir danken auch. Hat Spaß gemacht. Das heißt ja so schön, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wenn ich mal einen Kohleofen habe, ne? Aber wegen der Umwelt glaube ich nicht, dass ich mal einen anschaffe. Ah, das ist der Beste überhaupt, Mensch. Jo, tschö, lasst euch gut gehen. Tschüss. Wie super. Vielen Dank. Bitteschön, das ist schwarz-gold. Ja, Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank.